Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play Projekt. Wir spielen All Is Dust. Es scheint wohl ein kleines Horrorspiel im Stil von Slenderman zu sein. Und wow, bin einfach mal gespannt. To see how effectively federal and local authorities are taking care of pressing problems of relief, and also how they are to work together to defend the people of this country against the effects of future drought. I saw drought devastation in 9 states. Whoa, what the fuck? My pa, his old man and me. We've been working this here field for a long time. It's been easy getting good crops years past. I tell you, us Jodes, we had the finest crops around here. But then this goddamn dust came through. By Christ, I ain't letting nothing take all this from me and my daughter. Okay, ah, jetzt ist die Maus auch angenehmer. Aber ich fand's gerade ziemlich laut. Aber gut, so kann man schon, ja, so hält man das tatsächlich aus hier. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier tatsächlich suchen müssen und was wir hier wirklich machen müssen. Ich bin genauso schlau wie ihr gerade. Da draußen ist was. Da schauen wir doch gleich mal hin. Eine kleine Feuerstelle. Daily Newspaper, press F to investigate. Ah! 15. Mai 1929. Local girl 7 kidnapped. Police agree. Police agrees on what? Dass sie gekidnappt wurde. Patricia's room. The door is locked. Wow. Seriously? Holy shit. Hold shift to sprint and follow the ghost. Ah, pick up lantern. Ja. Einem Geist hinterher. Verfolgen wir ihn. Du entkommst uns nicht. The well is missing the crank. Find the crank. Press M to look for next location. Ah. Aha. Wo sind wir denn? Wir sind da unten bei dem Brunnen. Scheinbar. Das heißt, wir müssen ganz hoch. Okay, das heißt wohl zu... Was gibt's hier? Okay, da ist so ein Wagen umgefallen. Ich weiß nicht, wo wir wirklich sind. Es wird nicht so richtig angezeigt. What? Aber ich nehme mal stark an, dass wir da hoch sollen. Weil wir waren ja, genau, bei diesem Brunnen und mussten zu dem Gebäude dahin. Beziehungsweise an dem Gebäude sogar vorbei. Eigentlich, tatsächlich. Da scheint sowas wie eine Kirche zu sein. Ah, da sind die beiden Türme. Genau, dann müssen wir da drüben hin. Da drüben muss dann eigentlich unser Ziel tatsächlich sich befinden. Mal schauen. Werden wir wohl schaffen und finden. Wer doch gedacht, ah, da hinten blinkt was. Jawohl. Da scheinen wir richtig zu sein. Holy shit, das sieht ja lustig aus. Alter. Da finden wir was. Da finden wir was. Press F to pick up the well crank. Wow. Alter, what the fuck was that? Seriously? What? Ach, die verfolgen uns jetzt oder was? Das ist ja ekelhaft. Hörst du auf? Gehst du weg? Oh, schnell weiterrennen, solange es geht.
sehe ich gerade tatsächlich niemanden mehr. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück zu diesem Brunnen. So, hier hatten wir angefangen. Werden wir noch verfolgt eigentlich? Ich sehe gerade niemanden mehr. Jetzt habe ich was gehört. I don't like this. So. Hold F to crank the well. Ja. Jetzt klappt's. Ein Schlüssel. Ah, Patricia's room. Unlock Patricia's door. You go the fuck away. Die verschwinden einfach ins Nichts, wenn man durch sie durchgeht. Gehst du weg? Gehst du weg? Okay. Na dann. And on a hot afternoon, some folks from down the road came and knocked on my door, saying something about Jesus and the devil. Said they could fix my crops back to how they was. I told them I ain't got much to offer since the dust came. But goddamn if I ain't sick of watching my daughter starve. I asked them how much they'd sock me for it. They said none, so long as I'd work with them. Well, hell, I'd work with anyone bound now. So they gave me this here book, saying they'd come back as soon as I'd read it. Okay. Das ist Patricia's Room oder was? Hä? Nee. Press F to pick up page. Ja, ich drück F. Er nimmt's nicht. Warum nimmt er es nicht? I don't know. Muss man mir wahrscheinlich ganz bestimmte Position haben, irgendwie? Der will es nicht nehmen. Egal. Was haben wir hier? Achso, da liegt der Schlüssel. Patricia's doll. I bought this for Patricia from an old crow a few years past. Was gibt's hier noch? Da gibt's nix. Witch's Book. Ja, Freunde, das lesen wir jetzt nicht komplett. Okay. Jo. Eigentlich möchte ich ganz gern die Seite da, wie gesagt, nehmen, aber... Er nimmt sie nicht. Nimm die Seite. Will er nicht. Macht er nicht. God damn it. Wo müssen wir jetzt hin? Bei dem Haus sind wir. Wir müssen jetzt zu dieser Kirche da hinten. Hinter uns, glaube ich. Oder ist das das vor uns? Ach so, nee. Das ist keine Kirche. Das ist das Ding da. Genau. Da müssen wir jetzt einfach hin. Da geht's weiter. So, mal schauen. Was es hier Schönes gibt für uns. Ob es hier irgendwas gibt für uns. Climb. Na, dann mal rauf da mit dir. Ah ja, cool. Klettert quasi von alleine. Finde ich gut. Okay. Ah, wow. What the fuck? Are you fucking serious? Gehst du weg? Wo müssen wir jetzt hin? Ah, zu diesen...
beiden komischen Türmen. Gehst du weg? Dahin, quasi. So. Ja, wir werden verfolgt. Die Viecher verfolgen, also das Viech verfolgt uns auf jeden Fall. Jetzt müssen wir schauen, wo wir hier diesen tollen Zettel finden. Da hängt auch so ein blödes Viech dran. Da gibt's was, da müssen wir rauf. Na dann klettern wir da halt wieder rauf. Was sind das für, also wie riesig der Abstand zwischen den Dingern da ist, hey. Kann man doch nicht hochklettern. Fragment Nummer 2. I see you. Go the fuck away. Da ist ja noch einer. Oh oh. Geh weg. Hau ab. Wir müssen wieder zu dem Brunnen da quasi zurück. Oh, Alter, wo kommst du denn so schnell her? Na dann mal schnell zurück Richtung Brunnen. So, sonst schauen wir nochmal ganz kurz in das Gebäude rein, denn da drin scheint man sicher zu sein. Oh. Alter. Du spinnst doch, Alter. Holy fucking shit. Okay. Heißt, immer mal wieder etwas umdrehen. Die blöden Viecher können von allen Seiten kommen. Boah. Still need one page. Alter, hey. Fuck this shit. So, wir sind jetzt genau in dem Gebäude da drin. Und müssen da raus. Bin nur nicht sicher, in welche Richtung. Puh. Dahin, glaube ich. Glaube ich tatsächlich. Oder? Nein, genau in die andere Richtung. Fuck. Wir müssen nämlich genau da hinten hin. Geht ihr weg? Es werden immer mehr. That is a problem, actually. Ah ja, genau. Jetzt brennt's hier tatsächlich. Ah, da ist es. Get back to the house. Na, das lassen wir uns aber nicht dreimal sagen. Das machen wir sofort. So schnell wie möglich. So. Puh. Continue the story. I sat down and tried to give this book a reading. Use lots of big words, but I reckon something about cooking folks in iron pots. And no sooner than I finished her did I hear a window break from Patricia's room. So I ran myself over there, opened the door, and saw some son of a bitch taking her out to the windmill. Holy shit. What the fuck is happening? Ach, in ihrem Raum ist nix. Jetzt müssen wir zu der Windmühle.
Okay. Die war wo nochmal? Wir sind in dem Haus. Irgendwo hinter uns. Was höre ich denn da? Oh. Hi. Die Windmühle. Wo war nochmal diese blöde Windmühle? I don't fucking know. Da! Da, da, da. So, break the pot. Wow. Der nächste. Hörst du auf? Jetzt haben wir es geschafft, scheinbar. Alles klar. Ja, Freunde, das scheint es auch schon wieder gewesen zu sein mit All Is Dust. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns bei so einem nächsten Projekt wieder. Also, bis bald.